So, meine Damen und Herren, heute geht's um das Tippspiel. Die WM 2022 ist vorbei. Endlich, muss man sagen, aus deutscher Sicht. Ich habe mich ziemlich darüber aufgeregt am Ende der Gruppenphase, weil ich finde, mit der Einstellung der letzten beiden Spiele aus deutscher Sicht wäre noch gut was gegangen. Aber ja, ist dann halt so. Ich freue mich auf die nächste WM, die ja dann quasi dann die erste richtige WM ist nach, ja, eigentlich 2014, ne? Und zwar nicht nur deshalb, weil Deutschland gewonnen hat, weil die Länder auch einfach mal wieder attraktiver sind und ich sogar sehr gerne hinfliegen würde. Also gucken wir mal, wie das wird. Und ja, die WM ist auch genauso zu Ende gegangen, wie sie angefangen hat eigentlich. Ich gönne es jetzt zwar Messi sehr, dass er den Pokal gewonnen hat. Ich meine, wer nicht, ne? Meistgelikte Instagram-Post und so. Aber ja, wenn irgendein selbsternannter Star-Koch, für den sich keiner juckt, auf einmal, warum auch immer, das Spielfeld betritt, alle möglichen Fußballspieler dazu nötigt, Selfies zu machen und illegalerweise den heiligen Pokal berührt, dann, naja, gut, spricht für sich, finde ich. Heute geht es aber nicht darum, heute geht es um unser tolles kleines Tippspiel und um diese Preise. Ich dachte, ich wollte eigentlich keine Preise machen, aber die sind standardmäßig immer drin und dann dachte ich mir, dann waren sie schon drin, ich habe es lange nicht gesehen und dann dachte ich mir, komm, gut, jetzt rauszumachen wäre auch blöd und, das gönne ich euch einfach mal. Sorry auch, dass es keine, naja, höherpreisigeren Preise gibt. Ich hätte natürlich auch gerne ein Auto verlost, so, also, ne, das erste Platz bekommt ein Auto, zweiter Platz bekommt auch ein Auto, aber es ist halt ein Fiat Punto. So, ist halt aber leider nicht drin, deshalb, aber ich finde Einhorn Toilettenpapier eh besser als Fiat Punto, von daher. Fangen wir an mit der Siegerehrung. Auf dem fünften Platz haben wir ich kann es auch noch nicht aussprechen, schon mehrere Male was gewonnen, 63, Rebel 63. Herzlichen Glückwunsch mal wieder, hat am Ende noch sehr gut aufgeholt mit den beiden Spielen hier und den 18 Bonuspunkten. Dann haben wir auf dem vierten Platz Betzenteufel, den wir auch schon das ein oder andere Mal unter den Top 5 hatten. Es ist krass, wie konstant man das gut tippen kann. Ich frage mich auch, ob es da irgendein System gibt. Glückwunsch zum vierten Platz. Auf dem dritten Platz haben wir ein Lenny. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Auf dem zweiten Platz haben wir Schimmelhafen 95. Guter Name wie immer. Auch hier herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Die 15 Bonuspunkte am Ende haben auf jeden Fall noch gut was rausgerissen. Und auf dem ersten Platz, und zwar, ja, sehr lange auf dem ersten Platz gewesen, haben wir Rambo Ramon. Herzlichen Glückwunsch. Es war fast schon krass. Ich glaube, er war, man kann es hier auch irgendwo, genau, seit der Gruppen, also nach dem zweiten Spieltag quasi, also dem Anfang des dritten Spieltags, war er die ganze Zeit auf dem ersten Platz und hatte teilweise auch riesigen Vorsprung. Also mir war eigentlich quasi schon im Achtelfinale klar, dass er das Ding gewinnen wird, weil ich nicht wusste, wie nicht. Also, herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz, sehr verdient. Ich glaube, es war noch nie, also weiß ich jetzt nicht, aber es war jedenfalls selten so deutlich. Und ja, für mich selbst hat es nur für den neunten Platz gereicht. Ich habe lange Hoffnung gehabt, in den Top 5 zu landen, weil ich würde auch gerne mal in meinem eigenen Tippspiel in den Top 5 landen, falls das passieren würde. Ich bekomme keinen Preis von mir selbst. Wenn ich Fünfter wäre, würde dann der Sechste quasi den Preis bekommen. Das nur mal so am Rande, falls es jemand interessiert. Ah, übrigens, Tom1892 ist bitter. Hättest du mal was getippt, dann hätte es eigentlich ganz gut ausgesehen. Fällt mir gerade ein. Naja. Also, bei mir nur 9. Platz, was natürlich auch daran liegt, dass ich hier bei den gelösten Bonusfragen am Ende, die doch ziemlich viele Punkte gegeben haben, ganz falsch lag. Ja, ich habe hier auf Brasilien gehofft irgendwie, bei Weltmeister und die meisten Tore. Und Spanien habe ich irgendwie als Vize-Weltmeister gesehen. Weiß nicht, was da los war. Ja, ihr bekommt jetzt, also die Top 5, ihr bekommt von mir eine E-Mail, ne, ihr beiden, ihr kennt es schon, mit der Frage nach der Adresse. Und ja, ich frage euch nochmal, weil ich die Adressen nicht irgendwo aufbewahre, speichere, weil, keine Ahnung, machen wir hier nicht bei Reisegruppe so, ist einfach nicht. Dann könnt ihr mir eure Adresse schicken, ich schicke euch den Brief zu mit, naja, ne, dem Einhundertenpapier von mir signiert und einer persönlichen Urkunde als Download. Da muss ich uns nochmal nachdenken. Vielleicht mache ich das dann zur Bundesliga-Saison so, dass ich die selbst mal ausdrucke auf schönem Papier und euch die dann so zuschicke. Da ja einige Leute auch was gespendet haben für den Versand und generell das Ganze, ne, verpacken und so weiter und so fort. Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Gut, also das war's. Ich hoffe, ja, ihr macht wieder zahlreich mit, wenn es bald wieder weitergeht mit Bundesliga, zweiter Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League und dritter Liga und Conference League. Fragt mich nicht übrigens, warum Halbzeit.app nicht die Europa League anbietet, aber die Conference League. Ich habe den sogar geschrieben und ja, ist halt einfach so. Gut, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit und